Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo von mir. Heute nehmen wir uns mal den Hähnchenbräterwagen vor. Zeige ich euch mal, wie das so funktioniert und wo man den so platzieren kann. So, fangen wir als erstes mal an mit den platzierbaren Stellen. Da gibt es zum Beispiel hier eins gleich in der Nähe, das ist hier. Grillplatz Dorfladen, dann gibt es noch eins. Wo ist es? Ja. Grillplatz im Supermarkt und dann gibt es noch einen da, Grillplatz Bäckerei, aber Bäckerei muss ich euch sagen, glaube ich, da gibt es noch ein kleines Problem, immer die Bäckerei besuchen. So, da, man sieht das Problem, ein Falschparker, steht genau noch da, ist aber, soll in der nächsten Version gefixt sein. So, zeige ich nochmal die andere Stelle, wo wir es, Supermarkt. Gehen wir mal den Supermarkt besuchen. Wer kennt es nicht? Ein Hähnchengrillwagen am Supermarkt stehen sehen. Mal gucken, wo wir hier sind. Da ist er. Da ist er hier an der Giebelseite. Und dann gab es ja noch ein. Wo ist es? Wo sind wir? Da stehen wir nochmal Zeug rum. Von den letzten Erklärbär-Videos. So, und eins haben wir hier. Den hier werden wir gleich nutzen hier vorne. So. Jetzt kaufen wir uns erstmal das Zeug, was wir brauchen. So, gehen wir im Shop. Der ist zu finden hier unter Fahrzeuge, Verkaufsfahrzeuge. So, die gibt es hier. Felgen. Kann man so Standard lassen. GPS brauchen wir, denke ich mal, nicht. Hier machen wir es einmal ohne Kennzeichen. So, Farbe. Ich finde in Schwarz ganz schick. Das sind ja schöne Chromfelgen. So, den kaufen wir jetzt. Und da man ja nun mal das Zeug nicht von A nach B transportieren kann, einfach so, gibt es dazu noch einen Transportwagen, einen sogenannten Kühlwagen. So. Haben wir auch. So, steht alles jetzt da hinten, da steht noch meine Paletten rum, die ich letztes Mal gebeamt hat mit. Aber das ist nicht so tragisch. So. So, müssen wir hier rein hier. So. Erstmal hier Außenansicht wieder. Starten wir. Mit der Stoppprobleme, weil es kalt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Da kostet das gerade auf. Ah. Man hat Mauskontrolle, dann ist jetzt die linke Maustaste und mit der rechten. Kühlwagen einschalten. Und das ist jetzt das. Ach, Kühlwagen zuklappen ist das. Ah ja. Die Tür ist mit Mauskontrolle. Dazu. Upsala, wieder voll dagegen gedengelt, weil ich kann ja Auto fahren. So, machen wir ganz kurz aus. So. Der soll ja von außen aufgehen. Tür öffnen mit R. So, da man ja braucht man noch was. So, brauche ich mal hier. Ist das so? Allgemein. Mal gucken, Gummiadler, also Hähnchen. Erdbeerenfass. Fisch geräuchert. Das Geflügelfleisch? Ne, das ist nicht.
Gurken, Hackschnitzel, Haferdrink, Haferflocken, Hirschfleisch. Pixelgut, Hähnchenfleisch ist das? Ach, Hähnchenfleisch ist es da. Werden wir hier mal ein paar solche Dinger da reinsemmeln. Wir spawnen mal hier 1, 2, 3. Ach so, sollte reichen. So, rein damit. Rein damit. Rein damit. Irgendwann 50 Dinger müssten reichen. So, jetzt machen wir die Tür wieder zu. Wechsel Kühlkette. So. Jetzt fahren wir schon mal zum Grillplatz. Ja, hier ganz in der Nähe. Alle drei Plätze habe ich euch ja gezeigt. So, aber den Anhänger werden wir mal hier drüben abstellen und das Zeug ein bisschen übertragen. So, koppeln wir mal ab. Da ja jetzt im Hähnchen-Grillwagen bekanntlicherweise auch warm ist, ist es ja auch nicht unbedingt verwunderlich, dass die Dame da so ein bisschen, will ich mal sagen, kurzärmlich rumhäpselt. Ach man. So, ich würde sagen, so stehen wir so mittig uns hin. So stehen wir gut, würde ich sagen. So, machen wir auf und Tür auf. Grillwagen einschalten. Ach, muss ich erst Motor starten, aber das ist nicht so tragisch. So, wir wollen ja erstmal da Fleisch reinbringen. Aber bevor wir jetzt hier was machen, sollen wir mal hier, gehen wir jetzt Easy Def, den Betrag einstellen, machen wir mal 100, 1000, 10.000, 100.000. So, haben wir 100.000. Wir wollen ja dann sehen, was es hier so gibt. Ja, so ein Grill, Menschen, wie effektiv so ein Ding ist. So. Ich weiß nicht, was mit meiner Katze los ist. Die ist zurzeit ein bisschen, ich nenne es mal sachte formuliert, schräg drauf. Hoffentlich hat das Gesundheitsamt das nie gesehen. So. Das passt auch. Nur drei Stiegen gehen rein. Hätte man gar nicht so viel kaufen müssen. Warte mal, eine Stiege jetzt hier. Geht denn das jetzt nie? Den Anhänger. Was konnte ich die Stiegen gar nicht nehmen? Warum auch immer. Schwund ist immer, wissen wir ja. So, drei Stiegen sind drin. So, jetzt müssen wir hier einsteigen. Motor an. So, jetzt noch einen Grillwagen einschalten. Zack. Sehen wir hier, wie das Zeug schick gebraten wird. Und hier ging schon eins verkauft. 4, 5. Man sieht es systematisch, wird es verkauft. Und da habe ich jetzt bloß auf 0,5 laufen.
Wenn man das so ein oder zwei hat und die immer dann wieder versorgt mit frischem Fleisch, kann ich mir gut vorstellen, dass die ein gutes, lukratives Geschäft abgeben. Aber schon irgendwann schon so okay, Hähnchen da verloren gegangen. Noch sind 205 Liter drin. Das erste Liter weg. Das waren jetzt um die 30 Euro pro Liter. So, das ist der ganze Zauber dazu, wo man das Hähnchen gleich herbekommt, zeige ich euch auch gleich noch. Das ist gerade nicht schlecht. So, ich mache mir hier kurz Stopp und ausschalt. So, merken wir uns mal hier 48. So, jetzt gehen wir mal hier. Wir sind ja hier oben, ist ja die Geflügelfarm. Suchen wir mal. So, noch kommen wir nicht rein, weil die kostet Geld. Muss ich nochmal. Ich mache nochmal 500. So. Das müssen wir ja Land kaufen. Was ist denn hier da? Land kaufen, zack. Kaufen wir mal. So, das machen wir hier nochmal. Was hat man gesagt? 100, 1000, 100 sind 1000 und 4, 8. 100.048. So. Zum Beispiel im Trägerstand, müssen wir mal raus. Hier geht's auch. So kennen wir ja alles nach der Vorgängerversion. Hier ist dann für das Hähnchenfleisch. Hier kommen die Grillhähnchen rein. Butter und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es hier hinten ja die Weiterverarbeitung, wo dann hier glaube ich erst ausbluten. Dann werden die hier. Dazu ist die Verarbeitung. Und hier waren die dann, glaube ich, gerupft. Und hier erscheinen dann die fertigen Kisten. So habe ich die in Erinnerung. Und dann kommen wir einfach mal. Dann gehen wir ganz kurz hier hin. Ich habe jetzt keine Kiste. Ich habe jetzt keine Kiste. Tiermenü öffnen. Mal R, wir holen mal. Doch R. Hähnchen. Zack. 60 Stück tun wir mal kaufen jetzt hier. Zack. So. Mache ich bloß mal hier. Shop. Das war bei Kleintransit. So, hier haben wir keine, nehmen wir mal so eine Box. Kaufen wir. Jetzt gehen wir mal ganz schnell zum Händler. Wir suchen. Wo ist jetzt die Box? Da. Und mal gucken, ob das jetzt klappt. So, jetzt Map-Auswahl und Position zack und dahin gucken. Die Box ist weg. Aber wir nicht. Und besuchen irgendwo die Box rum. Wieder Vorführeffekt, hat wieder nicht geklappt. Wo ist denn jetzt hier die Box? Hier sehe ich jetzt hier rumliegen, irgendwie klappt das nicht mit den Pforten. Nee, das klappt nicht mehr.
Wie sehe ich die Box hier rumschwirren? Ist ja jetzt auch egal. So, hier waren hinten, was hinten die Hühnchen gemacht. So, jetzt gehen wir mal nach Speicher wieder. Machst du richtig. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Platz. Wo ist der Händler? Da ist es. Fahrzeug. So, Wagen. Einsteigen. Anschalten. Zack. Die Box da dazu rechnen, dann was kam? Die Box kam jetzt 85. Dann fügen wir mal schnell die 85 dazu, das haben wir wieder auf dem normalen Preis. Und die Hühner sind egal, ist ja egal. Gucken wir mal, bis das Ding mal leer ist. Dann machen wir halt noch mal an. Machen wir mal ganz einfach. So, wir nehmen nochmal das Ding rein. Rezepte schneller vorlaufen, das ist jetzt Lappen. Was ist hier die Box hier drin? Wo sind schlecht? So, jetzt ist das Ding wieder voll mit 210 Litern. So, das jetzt anschalten. Zack. Ah. So. 1 Euro. Machen wir nochmal hier. Weiß, genau. Haben wir nochmal 100.000. So, jetzt aber anschalten. Zack. Gucken wir mal. Wie viel Zeit spulen, wie viel es gibt, wenn wir. Einfach. 30-fach bis der Wagen leer ist, sagen wir mal so. Du bist Hände, dass ihr Hühnchen oder so. Bin ich gerade erschrocken, jetzt ging aber nebenan hier. Links kommt's hoch. Muss ich schneller machen? Noch ein bisschen schneller. Das Zeitspund hat gar keinen Einfluss. Das hat mir wirklich Einfluss. Hat irgendwas abgegangen? Gibt Türen? Irgendwas gemietet? Nee. Eigentlich nicht. Was egal wie schnell das läuft halt hier seine Sache runter. Bis es alles verkauft ist und da kann man ja immer wieder Nachschub ranbringen. Wie gesagt, es gibt drei Plätze, wobei einer der dreien leider noch zugeparkt ist, aber ich denke mal, das wird dann zeitnah entfernt, spätestens beim nächsten Fix. Aber wie gesagt, wir lassen uns überraschen. Damit sage ich mal, ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.